Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Ja, heute war mal wieder Schifffahrt auf dem Rhein und auf der Mosel angesagt. MS Diletta, wunderbares Schiff. Ich war hier bis vor ein paar Minuten mit Wolfgang Bosbach. Wir haben selbstverständlich auch kurz über Fußball gesprochen. Man glaubt es nicht, der erste FC Köln seit 15 Spielen ohne Sieg. Ja, da wird es auch so langsam, aber sicher ein bisschen enger für den Trainer. Und jetzt kommt ausgerechnet übernächste Woche nach der Länderspielpause das große Derby gegen Mönchengladbach. Und dann wurde ich hier veräppelt. Warum? Weil man einfach zugibt, dass man Schalker ist. Ja, man erntet Gelächter. Wobei, zweite Halbzeit war okay. Ich habe das heute auf sehr merkwürdige Art und Weise erfahren, das Spiel. Weil ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen, habe Sky Go angehabt und habe den Ton im Radio gehabt, aber die Bilder dazu natürlich nicht gesehen. Niederlage war wohl verdient. Aber immerhin hat die Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit sehr gewehrt, so kann man das sagen, haben am Ende ein bisschen Pech gehabt, nur noch 10 Mann. Also es gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht nicht in die dritte Liga absteigen. Aber der Aufstieg, der dürfte jetzt schon erledigt sein. Morgen, so vermute ich mal, wird der neue Trainer aus Belgien vorgestellt. Peter Knebel hat das heute noch so ein bisschen im Wagen gelassen. Aber ich glaube schon, dass das dann morgen der Fall sein wird. Und dann wird die Pressekonferenz auf Schalke auch mal wieder voll sein. Ich habe euch das ja gezeigt letzte Woche. Da war ja wirklich nur ein Journalist vor dem Spiel da. Und das war ein bisschen kurios und er hat dann sozusagen für alle die Fragen gestellt. Man muss aber auch immer dazu sagen, dass das Ganze natürlich im Internet auch zu sehen ist. So, was hat es noch gegeben? Die Bayern haben mehr oder weniger souverän gewonnen. Das war auch nicht anders zu erwarten gewesen. Das wird ein Meisterschaftskampf, diesmal mit mehreren Vereinen. Doppelpass habe ich nur ganz kurz heute Morgen reingeguckt. Werde jetzt auch nicht das große Meckern anfangen über all die Kollegen, die da saßen. Und es waren bis auf die Co-Moderatoren nur Männer. Das macht mir langsam Sorge. Neulich war mal das Verhältnis 4:4. Was ist los? Diese Doppelpass-Manie mit den allzu vielen Frauen scheint zu Ende zu sein. Aber das ist jetzt sehr chauvinistisch. Ich möchte es ausdrücklich betonen. Ich mag Frauen. Aber manchmal denke ich, warum 4 Frauen und 4 Männer, wenn über die Bundesliga diskutiert wird? Oh Gott, kriege ich jetzt wieder einen Ärger. Es dürfen 3 und 5 sein. Ja, wäre das in Ordnung? So, Freunde, das wird eine interessante Woche dann wieder mit viel Fußball. Nationalmannschaft ist unterwegs. Ich bin gespannt, wie das dann ausgehen wird. Ich freue mich sehr für Chris. Chris Führich vom VfB Stuttgart. Das ist sowas wie einer meiner Lieblingsspieler geworden. Und der VfB Stuttgart grüßt von der Tabellenspitze. Das ist ja sensationell. Und der Junge kann was. Und der wird auch für die Nationalmannschaft ein Gewinn sein. So, das war meine Meinung am Heiligen Sonntag. Herz, Seele, Ball. Heute mal ganz ohne Politik, ohne Moral, sondern nur mit einer kleinen Bemerkung zu Wolfgang Bosbach. Er war großartig wie immer in unserer Lesung Herz, Seele, Ball. Sagt Tschüss und der Jahrgang 52 verabschiedet sich. Bis morgen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.